10 wirklich fantastische Apps schauen wir uns in diesem Video an. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, damit du keine nützliche App verpasst. Die Links für Android und iOS sind wie immer unter dem Video in der Infobox. Der Opera Browser für Android ist ein schneller und sicherer Browser mit sehr guten Zusatzfunktionen und Vorteilen gegenüber anderen Browsern. Es gibt ein integriertes VPN, das du gratis und unlimitiert nutzen kannst. Vor allem in öffentlichen WLANs solltest du das aktivieren, denn dann schützt du deine Privatsphäre beim Surfen im Internet. In der Tab Gallery kannst du auch schnell in den privaten Modus wechseln, um keine Spuren im Internet zu hinterlassen. Außerdem gibt es einen eingebauten Werbe- und Cookie-Dialog-Blocker, wodurch aufdringliche Werbung und nervige Cookie-Hinweise ausgeblendet werden können. Dadurch verbessert sich die Ladegeschwindigkeit der Webseiten und das Surferlebnis. Opera hat einen erweiterten Nachtmodus, womit du die Beleuchtung des Browsers so anpassen kannst, dass es für deine Augen am angenehmsten ist. Du kannst auch je nach Geschmack zwischen verschiedenen Farboptionen für die Benutzeroberfläche wählen. Auf der Startseite kannst du oben deine häufig besuchten Seiten einrichten und darunter bekommst du einen Nachrichtenfeed angezeigt, den du hier auch nach deinen persönlichen Interessengebieten anpassen kannst. Artikel lassen sich für später auch zum Offline-Lesen abspeichern. Opera hat sogar eine eingebaute Krypto-Wallet, wo du Kryptowährungen wie Bitcoin speichern und Transaktionen machen kannst. Du erhältst einen einfachen Zugriff auf Blockchain-Angebote wie Web3-Inhalte oder Dapps. In den Einstellungen kannst du viele weitere nützliche Anpassungen tätigen. Opera ist also ein moderner, sicherer und leistungsstarker Browser, den du kostenlos auf deinem Android-Handy installieren kannst. Klicke einfach auf den Link unter dem Video in der Beschreibung. Mit der Bearbeitungs-App Prequel kannst du die trendigsten Effekte und Filter auf deine Bilder und Videos anwenden, zum Beispiel für deine Stories. Die Bedienung ist super einfach. Nachdem du ein Bild gemacht oder ausgewählt hast, kannst du hier das Format festlegen und danach Effekt, Filter und Bearbeitungstools anwenden. Wenn der obere Tab ausgewählt ist, werden dir hier unten die trendigsten Effekte angezeigt. Die kannst du durchschauen und einen passenden Effekt für dein Bild suchen. In den beiden Tabs darunter kannst du alle Effekte bzw. Filter durchsuchen und auch einen Effekt und einen Filter kombinieren. Beim letzten Tab hast du noch einige Tools für das Feintuning. Danach kann das Bild schnell gespeichert und geteilt werden. Mit Dolby On kannst du Audios und Videos mit Dolby Sound aufnehmen. Wenn du einen Song, einen Podcast, eine Sprachnachricht oder irgendeine andere Audiodatei aufnehmen möchtest, tippe einfach hier auf den Mikrofon-Button. Wenn du ein Video mit guter Audioqualität aufnehmen möchtest, dann tippe auf den Kamera-Button. Danach werden zuerst kurz die Hintergrundgeräusche bei dir gemessen, damit diese bei deiner Aufnahme entfernt werden können. Nach der Aufnahme kannst du hier den Unterschied zwischen einem normalen Recording und einem mit Dolby On anhören, wodurch du merken kannst, wie groß die Qualitätsverbesserung ist. Außerdem kannst du dein Audio auch mit verschiedenen animierten Hintergründen auch als Video exportieren, wodurch du es zum Beispiel in deiner Story oder im WhatsApp-Status posten kannst. Beim Button Sound Tool hast du weitere Bearbeitungsmöglichkeiten und kannst zum Beispiel einen bestimmten Style wählen, den Bass verändern, die Lautstärke anpassen und die Aufnahme zurechtschneiden. Abschließend kannst du die Datei speichern und teilen. Viele weitere Audiobearbeitungstools bekommst du mit der App AudioLab. Hier kannst du zum Beispiel mehrere Audios zusammenführen, in andere Dateiformate umwandeln, deine Stimme ändern, Effekte wie zum Beispiel Applaus oder einen Piepton hinzufügen, Text in Sprache oder Sprache in Text umwandeln, aus Videos eine Audiodatei machen, die Geschwindigkeit ändern, Stille entfernen und vieles mehr. Say Cheese ist eine neue App, die praktisch in Situationen ist, wo du ein Gruppenbild aufnehmen möchtest, aber niemanden findest, der das Foto schießen kann. Mit einem Selbstauslöser weißt du nicht so richtig, wie das Bild aussieht und bei einem Selfie reicht deine Armlänge wahrscheinlich nicht aus. Mit Say Cheese geht das einfacher und besser, denn die App kann zwei Handys verbinden, wodurch du dann ein Handy als Fernbedienung für die Kamera des anderen Handys nutzen kannst. Auf dem Handy, was du als Fernbedienung nutzt, kannst du die Vorschau sehen, fokussieren, auf die Kameraeinstellungen zugreifen und Bilder und Videos aufnehmen. Diese werden dann auch auf beiden Handys gespeichert.
Mit der App DreamLab kannst du die ungenutzte Rechenleistung deines Smartphones zur Verfügung stellen für die Forschung gegen Krankheiten wie Covid-19 oder Krebs. In dieser medizinischen Forschung fallen unglaublich viele Daten an und der Zugang zu Supercomputern, die diese Daten verarbeiten können, ist begrenzt. Mit dieser App wird dein Smartphone gemeinsam mit vielen anderen Smartphones zu einem virtuellen Supercomputer und hilft bei den Berechnungen für die Wissenschaft. Du kannst ein Forschungsprojekt auswählen, welches du unterstützen möchtest. Du kannst die Berechnungen dann im Hintergrund starten, wenn dein Handy am Ladekabel steckt. So kannst du es zum Beispiel über Nacht laufen lassen und einen kleinen Beitrag leisten, Leben zu retten. Mit Chala Neon kannst du Neon-Videos oder Bilder erstellen. Wähle ein Bild oder Video aus deiner Galerie, dann ein Template und passe den Text an. Dann kannst du die Helligkeit und Stärke des Neontextes anpassen und die Farbe ändern. Beim nächsten Tab Filter wählst du dann noch einen farblich zum Text passenden aus, wodurch dein gesamtes Bild oder Video einen schönen Neon-Look bekommt. Dann kannst du es als Video, Foto oder GIF speichern. Die App Diffuse bringt je nachdem, was für Musik du gerade hörst, ein Live-Hintergrundbild auf dein Handy, was sich passend zum Beat bewegt. Das funktioniert bei vielen verschiedenen Musik-Apps, wie zum Beispiel Spotify, Soundcloud oder YouTube Music. Je nach Albumcover des aktuellen Songs wird ein Hintergrundbild gemixt und entsprechend der Melodie animiert. Super Volume Booster kann die Lautstärke deines Handys beim Musikhören verstärken, sodass die eigentlich maximale Lautstärke übertroffen wird. In manchen Situationen, wie zum Beispiel unter der Dusche, kann das nützlich sein, aber du musst damit auch vorsichtig sein, zum Beispiel wenn du Kopfhörer angeschlossen hast, kann es deinen Ohren schaden. Die App ist sehr übersichtlich und benutzerfreundlich. Mit der App Volume Styles kannst du die Lautstärkeregler bei deinem Android-Handy verändern. Du kannst das Erscheinungsbild, die Farben und die Position anpassen. So werden die standardmäßig oft schmucklosen Schieberegler für die verschiedenen Audiokanäle schicker und besser erreichbar. Du kannst auch festlegen, welche Schieberegler in dem Panel erscheinen sollen, zum Beispiel auch die Displayhelligkeit.